Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Magic Duels mit dem Nick und dem Marco als Gast. Hi! Im zweikämpfigen Riesen gegen die KI diesmal, weil uns die Server von Magic abfangen. Quatsch gar nicht, weil es sonst zu langweilig wäre, weil ihr sonst eine 5-Minuten-Folge hättet, weil wir die alle genutzt hätten. Ja, genau. Also es liegt daran, dass wir das knapp gerade 10-mal probiert haben. Das war jetzt nicht mal übertrieben. Und wir haben es nicht geschissen gekriegt. Oder die Server haben es halt nicht geschissen gekriegt. Je nachdem. Na, so. Was spielst denn du für ein hübsches Deck? Verbündeten-Deck? Auch nicht schlecht. Ja. Oder ein paar Verbündete. Der Dezimierer der Provinzen. Dass du so eine seltene Karte hast? Ja. Ja, die kann man auch nur einmal spielen, oder? So krass selten ist die. Mhm. Aber diese Länder, ne? Die schauen so geil aus. Ja, da war. Nee, das war mir zu viel. Das hätte ich auch überhaupt nicht mehr gehabt. 1500 Münzen, ey. Weißt du, wie viele Booster du dafür öffnen kannst? Ich weiß. Wenn ich ehrlich bin, ne, habe ich da auch ein bisschen Geld reingesteckt. Ah, okay. Hm. Aber nur für die Kartenrücken. Also. Nicht Rücken, für sondern die für die Flächen, genau. Ja, ich mag die Standardrücken eigentlich. Ja, nee, das ist... Hast du dir mal die Premium-Dinger da angeguckt für 750? Mm. Ich finde das Aussehen von den Dingern wertet keine 750 Münzen. Soll ich schon Nissa spielen? Kannst du. Dann kannst du mal Tokens generaten, ist doch voll gut. Bam, Alter, deal with it. So, machen wir mal das hier. Ah, spielst du dein Planeswalker Deck? Ja, aber das hast du noch gar nicht gesehen bisschen. Ach. Das ist, also das alte Planeswalker Deck basiert ja nur auf den Eid, wo ich dann einfach alle Planeswalker mit egal welcher Farbe einfach spielen konnte. Und das hier hat auch wirklich alle Farben. Das hier hat alle Farben. Alle Farben, ja. Ich hab auch Ödnis? Nein. Ich zähle. Also hat es nicht alle Farben. Ödnis zählt im Original Magic nicht als Farbe. Aber als Standardland. Ja, als Standardland, aber nicht als Farbe. Stimmt, aber es ist keine Farbe. Es ist Farbe. Richtig. Hm? Hab ich was gelernt. Warum habe ich eigentlich kein blaues Mana? Warum habe ich nicht Doppelweiß? Weiß? Doppelweiß für Weltenaufstand. Achso. Oh lol. Hm, kann ich lesen. Hey Junge, du kannst mir den Dinger nicht angreifen, wenn du keine Kreaturen spielst. Wird deine Nisse hart natzen. Vorher wird sie aber nochmal einen Subrolling rausspucken. Bevor sie das Spielfeld verlässt. Ja, vielleicht können wir sie auch schützen. Was? Da ist doch mein Mana das, was ich möchte. Ha, sonst ist das auch so eine Sache. Was mache ich jetzt? Hey! Ich denke mal, ich werde das hier machen. Nimm mal vor. Ulamog hat ja keinen Trampelschaden, ne? Nee. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, ne? Ulamog greift so eine Pflanze an. So eine Kackpflanze. Und ich krieg keinen Schaden davon. Mach mal ein bisschen Druck. Gut. Ich werde nicht angreifen, weil ich weiß, dass er ein Fahrzeug machen könnte. Obwohl könnte er nicht. Ach, er hat nur Ach so, das sind alles Artefakte. Das ist natürlich dumm. Ist halt KI. Ah ja, stimmt, das ist ja KI. Oh mein Gott. Ja, dann kann ich auch dumm spielen. Ja, da brauche ich gar nicht so lange überlegen, was ich mache. Kleine Sünden bestraft die liebe Gott sofort, wenn wir das Duell verlieren. Quatsch. Na?
Als ob wir das verlieren, wenn die nur mit so dämlichen Kaladesh-Karten spielen. Ich finde Kaladesh nicht so pornös. Ich fand Düstermond fand ich geil. Ja, war ja echt geil, ja. Aber ich finde, Kaladesh bringt auch nur was, wenn man die mit anderen irgendwie zusammenfügt. Weil nur Kaladesh spielen? Ist schwer. Ja, ist echt schwer. Ja gut, außer du spielst rein auf Energiezellen oder so. Kann man das schon mal machen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er deinen Planeswalker tötet oder meine abschwächt. Eigentlich ist Alucard viel gefährlicher als Nissa. Naja, kannst du mit deinen 0-1er so ein Ding blocken? Oh, das hat Trampelschaden. Warte. Okay. Ob sich das lohnt, Marco? Alucard überlebt. Ja, richtig, aber ob sich das lohnt, ist halt so die Sache. Kannst du Alucard entbehren? Ja, gut, ich hätte dann halt Hellsicht jetzt gleich, ne? Das bringt einiges. Na dann. So, jetzt hole ich mir mal Doppelweiß. Die Welten auch schon spielen kann. Ja, das bringt ja viel. Hui. Das war das Einzige, was ich nehmen konnte. Ah, komm. Mach Druck. Alle Quatsch stirbt sowieso. Okay. Ja, die können wir halt nicht halten. Welchen Planeswalker soll ich auswählen? Es gibt nur einen. Es gibt gar keinen. Ja, wenn der einen Planeswalker mit Aufblitzen hat. Das wäre krass. Das bringt nichts, der denn. Die Himmelsreiter Elfin. Würde ich gerade spielen, dann hätte ich nur 0 und würde gleich wieder auf dem Friedhof landen. Ist absolut richtig, ja. Was hat denn deine Kreatur für eine Fähigkeit, die du aktivieren kannst? Einen Verbündeten tappen. Ach, und dann bekommt sie entweder Wachsamkeit, Erstschlag oder Trampelschaden. Also sie bekommt Trampelschaden. Alter, wie viele Fahrzeuge er hat. Aber wer kann immer nur eins benutzen, das ist ganz gut. Das untere kann er gar, das obere davon, das kann er gar nicht benutzen, weil das Bimmann 2 hat. Doch kann er. Das ist ja die Stärke. Von den Monstern. Ach so. Guck. Oh Gott. Das hat er gerade schon benutzt, Mann. Ja, ja, genau. Aber warum macht er das? Weil die KI braucht immer so lange, um einen Mana zu legen. Ne? Ja, ich bin die KI, ich muss denken. Ich verstehe nur 0 und 1. Ja, ist so. Ja, ist so. Ja, stimmt. Ist so, ist die Vorstufe von Ruin, genau. Na, da hast du jetzt verdient für deinen schlechten Joke, ja. Ja, goodbye, Arlen. Ja, jetzt sagt es doch nicht. Ja, stimmt, aber... Ja, es stimmt. Ach, sowas nervt doch. Was passiert eigentlich, wenn bei der KI die Zeit abläuft? Ich glaube, das geht nicht.
Willst du blocken? Nee, oder? Nee. Warum? Wir kriegen jetzt hart aufs Maul. Ich überlege, ob ich Weltenaufstand spiele im nächsten Zug. Weil die haben schon ein bisschen viel jetzt. Stimmst du mir dazu? Ich stimme dir zu, dass das ziemlich viel ist. Was ist das denn? Ja, und vor allem jetzt. Weil jetzt hat er das Ding geholt. Aber warte mal, ich mach erst Chase. Dann krieg ich den Planeswalker nämlich sogar. So, und der bleibt ja liegen. Also ich spiel den, ne? Mhm. Ja, hast ja schon. Ja, nee, ich hätte auch mal abbringen können. So, und jetzt können wir richtig geil pushen. Erstmal alles Mana für das Ding ausgeben, oder was? Das war ein Land. Nee, ich meine, du hast ja noch so ein Ding auf der Hand. Achso, ja, logisch. Zack. So, den können wir mal aufbauen. Ich ziehe aber auch nur Scheißkarten gerade. Wie redest du über Engel? Oh, Lynvala, ich bitte dich. Ja, Lynvala ist auch nicht schlecht. Ja, stimmt, es ist er auch nicht, aber Sela ist besser. Sela ist... Oder die. Nicht Sela, die andere. Ist besser. Also die er gerade gespielt hat, die finde ich ziemlich nice. Ja. Die kann was. Soll ich mir nochmal Weltenaufstand holen und spielen? Kannst du ja gerne machen. Ja, mit Chase geht das. Ja, mach halt. Kannst du es auch sofort machen? Nein. Das heißt, du musst den blocken. Weil wenn ich Weltenaufstand spiele, ist ja dein Vieh ewig. Oh, Alter. Was? Hä? Warum? Er hat jetzt das Fahrzeug bemannt, um das bemannte Fahrzeug nochmal zu bemannen mit einem anderen Fahrzeug. Oh, Marco, das ist... Wenn du das sowieso machst. Das stimmt. Weil irgendwann haben sie halt nichts mehr, wa? Weil der Links, der hat zum Beispiel gar nichts mehr. Ah, nee. Okay, ich ziehe trotzdem. Ja, dann mach ich das jetzt einfach. Die Karte damit zurück ist doof. Könntest du eigentlich deine Rumpelholz im Wasserfälle benutzen, um ihn anzugreifen? Oder du spielst deine Monster. Der eine ist geil. Okay. Marco, du echt. Ich dachte, du hast es wieder vergessen. Nee, hast du grad noch. Nein, ich habe gerade daran gedacht, kurz bevor du es gesagt hast. Okay. So, wenn der Rechte jetzt kein Monster mehr spielt, dann sind wir echt gut dabei. Fliegen und Eile. Ist aber doof. Die gesegnete Allianz regelt, oder? Ja, richtig. Gut beobachtet, Sherlock. Ich kenne die Karte. Also. Ja, die ist auch mies. Die ist auch geil. Der hat so viele Optionen. Was hat der links wieder in der Kreatur für seine scheiß Fahrzeuge, Alter? Das Problem ist, dass die Scheiße fliegt. Ja, jetzt ist Chase tot. Das ist doch nervig. Guck doch an, wie er jetzt angreift.
Ja, welchen töte ich jetzt? Flieger oder am Boden, der Typ? Fliegen. Ich will verfliegen. Ich auch. Und dann überlebt auf jeden Fall Chase. Aber wir kriegen mittlerweile echt hart auf die Fresse von dem Typ links. Mit seiner Scheiße da die ganze Zeit. So, gucken wir mal. Oh, das nehme ich. Siechen! Siechen! So sieht es aus und das spiele ich auch sofort. Ja. Mein Gott, was wir hier für lange Duelle haben, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ne? Jetzt bist du aber dein Flieger, oder? Mit so richtig viel. Mehr ging nicht. Mhm. Ist aber schade. Aber ich könnte noch ein bisschen was drücken. Nee, kannst du nicht. Weil das Land mittappt. Oh. Naja, jetzt habe ich ein 3-3 getapptes Land. Ja, immerhin. Ja. Schon mal ein 3-3 Land gesehen, Junge? Ja, im vorherigen Zug. In real life. Boah, Alter, stell dir mal vor, so ein Wildschwein kommt auf dich zugelaufen. So ein Provinznetzchen, oder? Ja. Ja. Würde ich aber rennen. Nur das? Oh! Das ist das Vieh hässlich. Mein Magic ist abgestürzt. Nein! Wow! Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir hätten gewonnen. Ja, wir hätten auf jeden Fall gewonnen. Ich spiele es jetzt noch zu Ende. Ja, ja, klar. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, haut rein. Alter! Ach nö! Das hatte ich schon lange nicht mehr. Jetzt muss ich mit der KI spielen. Mal schauen, was die KI kann.